Ich wollte immer schon deine Haare anfassen. Ja, heute hab ich. Nein, mach nur keinen Mist jetzt. Blamier mich nicht vor den Leuten. Ganz kurz, ganz kurz nur. Gib mir die Ehre. Ich sehe aus wie ein Penner heute. Oh, aber ich habe Wachs drin. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Rooster. Eine neue Folge von Was los? Freunde, ich habe mich getroffen mit MC Bilal. Ja? Ich habe jetzt ein paar Folgen für euch, deswegen sitze ich hier und arbeite das quasi für euch ab. Kurz, MC Bilal, klar, kennt ihr höchstwahrscheinlich schon. Funktioniert etwas abseits der Hip-Hop-Szene. Fand ich aber gut genug, dass ich gesagt habe, ich würde mich doch mal mit ihm treffen für eine Was-Los-Folge. Viele von euch haben mir auch geschrieben, hey, mach mal was mit MC Bilal. Der junge Mann hat jetzt auch ein echtes Album raus. Ja, hier habt ihr die Box. Ja, also nicht nur Facebook. Ihr wisst schon, er macht ja immer diese Auto-16er. Und das Ding hier könnt ihr haben. Ich habe ein sehr interessantes Gespräch mit ihm geführt. Ich will jetzt nicht sagen, viel deeper, so deep, aber schon interessanter, als man vielleicht denkt. Auf jeden Fall lernt man den jungen Mann auch mal anders kennen, weil man ihn vielleicht durch die Auto-16er nicht so, aber vielleicht sehr einseitig gesehen hat. Von daher, Freunde, ja, Stickers gibt's auch für euch. Am Ende der Sendung verrate ich, wie ihr die Box und Stickers kriegen könnt. Ich halte das Intro kurz. Wir sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Da sind wir. Was geht ab? Was geht, Bruder? Wie geht's dir? Alles gut? Dir auch? Alles gut. Jetzt sind wir beide... Die Couch geht so runter. Ich fühle mich. Ich bin normalerweise ein Sitzriese, aber heute kann ich mit dir mithalten. Du bist ja riesig. Das muss man den Zuschauern ja mal sagen, weil normalerweise sieht man dich ja immer. Gib mir einen Daumen. Aber ich habe selber jemanden getroffen, der dich kennt, und er sagte zu mir, aber er ist riesig. Und ich dachte mir so, warum sagt er mir das als erstes? Okay. Was ist das für eine Info? Aber er hat sich wahrscheinlich so überrascht, als er dich das erste Mal gesehen hat. Okay. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe dich schon mal gesehen, du bist auf jeden Fall ein bisschen großer Junge. Aber dann ist mir klar geworden, warum er das sagt. Weil man das in den Videos nicht sieht, ja. Ne? Und vielleicht vermutet man das nicht. Was sagen die Leute zu dir, wenn die dich das erste Mal sehen, Fans oder so? Genau das ist das, was die mir zuerst sagen, wenn die mich sehen. So, warum bist du so groß, oder? Ich schwör's dir, ja, genau. Bei mir genau andersrum. Hä, du bist ja viel kleiner, als ich dachte. So, nee. Ja, genau so ist das. Wenn mich die Leute auf der Straße treffen, ist das Erste, was die mir sagen, ey, krass, Alter, du bist voll riesig. Und das Erste, was ich denen sage, hast du mein Album gekommen. Straight Business. Ja, Bruder, Moska. Auch eine Sache, die Leute vielleicht nicht wissen, also die wissen natürlich viel vielleicht gar nicht, aber okay. Wir beide sind jetzt extra aus NRW nach Berlin, um hier das Interview zu machen. Auch verrückt. Ja, klar, absolut. Wir wohnen 10 Minuten voneinander. Ja, wollte ich gerade sagen, das wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Ja. Wo kommst du ich her? Ich komme aus Gladbeck, Bruder. Gladbeck. Ja. Ich komme natürlich aus Essen, das ich weiß man. Ich weiß sogar genau, wo du wohnst. Ja, sag's jetzt nicht, aber ja, entweder du führst ein gutes Interview oder ich bedrohe dich. Das, du musst das. Ich führe nicht. Das machst du. Nee, ich bin nur hier. Cool, Bruder, alles cool. Aber Gladbeck, Alter, ja, jetzt könnte ich ja, Gladbeck kommt ja, das ist ja die Stadt von ein paar Rappern, die man deutschlandweit kennt, also obwohl es ein kleines Fleckchen ist. Ne, Snagger, Fahrt, wen kennt man noch aus der, und dann noch MC Bilal, das war's erstmal. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen auf jeden Fall. Gladbeck verbinde ich natürlich auch noch mit einer Sache, die wahrscheinlich vor deiner Geburt passiert ist, ja, schätze ich. Wahrscheinlich war, ne? Aber das, kennt man das? Das habe ich bei YouTube reingezogen. Achso, okay. Ja, genau. Ah, genau. Ah, okay, geil. Ja, das sind so die Sachen, die man von dir, weil ich überlege gerade, was weiß man von dir, wenn man deine Autovideos guckt, außer du belehrst die Leute. Klick auf gefällt mir, Klick, kauf mein Auto. Wenn es dir gefällt, wenn die mein Video, wenn die mein mach einen Daumen hoch auf jeden Fall. Noch bevor ich deinen Namen wusste, wusste ich, ach, das ist der Typ, der mal einen Daumen hoch will. Ja, so. Ja. Nein. Aber nur, wenn euch meine Musik gefällt. Ja, ja, ne. Ist das auch, also, ne, wir brauchen das jetzt hier nicht nochmal erklären. Die Leute werden wissen, du hast ohne Ende Views und Teilungen bei Facebook. Du hast dir da innerhalb, denke ich mal, ein Jahr oder so, was krass. Eineinhalb Jahren, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Richtig was aufgebaut, ja. So. Ist das aber jetzt auch die Musik, die auch auf dem Album ist? Absolut, Bruder. Ich habe das versucht umzupacken auf mein Album, was ich auch in meinen Texten in den Autos wiedergebe. Natürlich viel professioneller und viel krasser von der Qualität und natürlich ja, viel gut, Zeit. Das ist ja Handy. Ist ja Handy. Ja, und das Ding bei den Autovideos ist, dass ich meist die Texte, bevor ich die drehe, schreibe und auswendig lerne. Genau. Und bei meinen Albumsongs habe ich mir viel länger Zeit gelassen und habe auch mit Gott sei Dank guten Produzenten gearbeitet und ja. Sind beispielsweise auf dem Album Beatstar, Joker F drauf, halt namhafte Produzenten, die man kennt. Und ja, das Album, die Themen sind ähnlich, aber von der Qualität her, ohne die Autovideos schlecht zu reden,
ist das ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja, klar. Absolut. Das eine ist ja so. Ich habe immer gedacht, das ist Freestyle so. Du freestylst das. Da sind auch teilweise Auto-Rap-Videos, die gefreestylt worden sind. Ja. Es ist die Sache, auf der einen Seite fand ich das richtig krass, dass du dir sowas selbst aufgebaut hast. Also ohne, sag mal, Rapper-Support oder großartig oder ohne Label oder einfach Facebook, einfach straight. Aber jetzt bei deinem Album hast du alle großen Namen dabei, ne? Joker F, Bizarre hast du gesagt, Hamudi ist dabei, The Royals. Und Street Cinema macht die Videos, also top, also top. War dir das so wichtig auch? Also braucht man das? Weißt du, wie ich das meine? Ohne die Leute jetzt, natürlich, das sind große Namen alle. Ja. Aber brauchtest du das? Weißt du, was ich meine? Es war ein Traum von mir, mit diesen Leuten zu arbeiten. Es war ein Ziel von mir. Ich konnte mir das wirtschaftlich leisten. Yeah, und ich meine, Namen wie Beatsa und Joker F sind finanziell überhaupt gar nicht angewiesen, mit mir zu arbeiten. Die fanden halt das ganze Produkt, so eingebildet das auch klingt, MC Bilal interessant. Mhm. Und es war mir wichtig, ein geiles Album abzuliefern. Wenn ich für etwas Geld verlange, möchte ich auch geile Mucke machen und möchte den Leuten was bieten. Ich meine, ich könnte, ganz ehrlich, Bruder, mir schicken so viele Leute Beats. Ich könnte für 2000 Euro ein Album produzieren, ja, klar, und Geld verlangen. Aber ich will mit einem reinen Gewissen, weißt du, was ich meine? Wenn ich ein Album auf den Markt bringe, will ich auch mit einem guten Gewissen ein Album rüberbringen, mit einer fetten Qualität, einem geilen Bass. Mhm. Und ja, sonst könnte ich ja immer noch Autovideos machen. Machst du das dann noch? Ich mache das immer noch, um den Leuten zu zeigen, ey, ich bin immer noch der Alte und ich vergesse meine Wurzeln nicht. Und da es mir bei meinen Rap-Songs sowieso wichtig ist, eine Message zu transportieren, ist es mir egal, ob ich aus dem Auto Videos mache, vom Flugzeug oder im Studio. Ja, das ist das nächste Thema, so Message. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bei dir immer um eine Aussage geht, die du machen willst. Also entweder sagst du den Kids, alles Mögliche ist ja bei dir Thema. Geh deiner Freundin nicht fremd, das ist nicht cool. Nimm keine Drogen, das ist nicht cool. Mhm. So mäßig. Irgendwie fand ich das cool, weil du erreichst ziemlich viele junge Leute, Leute. Ja. Und im Rap muss man ja sagen, ist ja auch der ein oder andere, wie Farid sagen würde, Sprechgesangsartist, der dann auch mal ganz andere Themen manche. Ja, wie siehst du das denn? Also, siehst du das kritisch oder ist das einfach... Nee, absolut nicht. Ich finde, es gibt Gangster-Rapper in Deutschland, die cool sind und das authentisch rüberbringen und ich feiere das auch. Ich finde, wenn ein Crow der Meinung ist, dass der Hipster Musik machen möchte, dann passt das auch. Wenn ich ein Gangster wäre oder in solchen Verhältnissen aufwachsen würde, wie zum Beispiel in einem Ghetto, dann würde ich mich auch gezwungen fühlen, solche Themen zu verarbeiten, das, was andere halt machen. Und deswegen, ich zeige jetzt nicht mit dem Finger auf Gangster-Rapper oder auf andere Rapper und sage, ey, hier, ich verarbeite Texte in meinen Themen, die positiv für kleine Kids sind. Also auf keinen Fall. Ich feiere fast jede Musikrichtung und bin ein Fan von Deutschrap. Ob das Gangster-Rap ist, ob das normaler Rap ist, ob das Liebessongs sind oder was auch immer. Ich bin Fan von Deutschrap, ich stehe dazu und bin mit Gangster-Rap und mit normalen Rap und mit anderen Musikgenres aufgewachsen und respektiere jede Musikrichtung. Also ich zeige ungerne, Bruder, das Ding ist ja so, ich bringe Autovideos und rede gar nicht. Die Leute wissen gar nicht, wie meine Ansicht zu anderen Rappern ist. Deswegen sitzen wir hier. Und deswegen... Ja, deswegen sag doch mal, ist deine Ansicht zu anderen Rappern? Beziehungsweise ich bin Fan von Deutschrap und finde fast alles sogar cool. Nicht um jetzt hier sympathisch rüberzukommen, aber ich habe auch viele Gangster-Rapper hinter den Kulissen kennengelernt, die einfach richtig geil drauf sind und man respektiert sich und die respektieren mich genauso. Mhm. Kannst du, sag doch mal einfach mal, vielleicht mal ein paar Namen für die Leute. Was hörst du denn selber oder was hast du gehört, bevor du selber zum Rap gekommen bist? Irgendwie muss das ja dazu gekommen sein. Ich habe, ich bin Deutschrap-Fan. Ich habe viele Deutschrapper gehört und auch andere Musikgenres. Was denn so? Auch arabische Hochzeitsmusik zum Beispiel? Rashid Musa auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel. Ja, absolut. Fast jeden deutschen diese Rapper. Diese Couch, Alter, sorry. Ja. Sowieso Wasserbett. Tut mir leid, Bruder, wir sind noch nicht im Adlon. Erst vielleicht beim dritten Album. Nein, das ist einfach nur, die Konsistenz kämpft gegen mich. Ja. Ist wie Wasserbett dann. Ich kann dir nur einen Rat geben an euch da draußen. Legt eure Freunde nicht im Wasserbett flach, weil das ist dann doppelte Arbeit. Du musst dann, okay, anderes Thema. Also an meine jüngeren Fans, er hat das gesagt, es ist nicht... Drückt einen Daumen hoch, wenn ihr findet, dass Wasserbett gut ist. Jetzt sitzen wir... Ganz kurz bitte. Ja, bitte.
Ich wollte immer schon deine Haare anfassen. Ja, heute habe ich. Nein, mach nur keinen Mist jetzt. Blamier mich nicht vor den Leuten. Ganz kurz, ganz kurz nur. Gib mir die Ehre. Ich sehe aus wie ein Penner heute. Oh, oh, aber ja, ich habe Wachs hab drin. Sorry, also jetzt hast du ein bisschen. Ich habe Mütze an, wenn ich. Bisschen Wachs ist drin. Ich habe Mütze an, wenn ich Bad Hair Day habe. Aber ich habe eigentlich immer Bad Hair. Aber weißt du eigentlich, dass deine Haare mehr Fame haben als manche Rapper? Ja. Ja, das hast du gesagt. Meine Haare haben mehr Fame als ich, das ist auf jeden Fall das Ding. Meine Haare haben einen eigenen Twitter-Account. Es gibt so einen Twitter-Fake-Account, so Spaß. Ernsthaft jetzt? Ruth Haare. Okay, ja, ich. Der hat mal eine Zeit lang mehr Follower gehabt als ich, ohne Scheiß. Krass. Aber ich habe aufgeholt. Auf jeden Fall. Ja, kommen wir mal zurück. Lass uns mal ganz kurz zu den Wurzeln zurückgehen. Wie hat das angefangen? Überhaupt mit Rap und dann mal ganz schnell drauf zu kommen, wie hat das angefangen mit diesem Autorap? Wie das mit Rap angefangen hat, Bruder, schon seit der Grundschule eigentlich. Ich hab damals Rap gemacht, als Rap noch nicht so in war wie heute. Damals gab es ja noch diese Viva-Generation, die Viva-Zeit, wo damals um 21 Uhr immer Deutschrap lief und so weiter. Und da kam ich das erste Mal mit Rap in Berührung, hab schon seit der Grundschule meine ersten Texte geschrieben. Mein Management sitzt da drüben, die haben sogar ein Video von mir, wo ich als Neunjähriger mein erstes Musikvideo performt habe. Das strahlen wir vielleicht auch aus bei hiphop.de, wenn es gut genug ist. Wenn genug. Ja, genau. Und ja, wie ich, so wie kam ich halt zu Rap. Bist du im Auto gekommen, erst ab 18 wegen Führerschein oder schon früher? nee, schon früher. Ich habe damit bei YouTube angefangen. Die hatten zwar nicht so eine krasse Reichweite wie bei Facebook. Ja. Und das erste Video habe ich vor 2 Jahren gemacht. Warum ich das im Auto gemacht habe, ich sage auch ganz ehrlich, ich brauche mich nicht dafür zu schämen. Ich habe bis vor einem Jahr noch im Getränkemarkt gearbeitet. Ich dachte, jetzt sagst du, ich habe im Auto gewohnt, wie Trailer Park, wie Eminem. Deswegen habe ich es im Auto gemacht. Nee, ich habe bis heute kein eigenes Fahrzeug. Ich habe bis vor einem Jahr im Getränkemarkt gearbeitet, konnte mir keine Studiokosten leisten. Ich stehe auch dazu und habe das erste Video bei Facebook veröffentlicht. Das Video liegt mittlerweile bei, ich glaube, 5 Millionen Views, 150.000 gefällt mir, zig Kommentare. Und nach diesem Video hat es eigentlich bei mir Boom gemacht und da kam in Anführungsstrichen der Hype. Ja. Und da kamen auch schon die ersten Studioanfragen. Also das heißt, ich hatte schon davor die Möglichkeit, in Studios zu gehen, dort zu rappen. Aber ich teile ungern meine Musik mit jedem. Also ich stelle mich nicht als Menschen da, der mit keinem was zu tun haben möchte, nein, nicht auf dieses arrogante Niveau, sondern ich versuche, meine Musik nur mit Menschen zu teilen, mit denen ich mich auch persönlich verstehen kann. Mhm. Und deswegen war es mir auch zum Beispiel wichtig und dir wichtig, bevor wir das Interview drehen, dass man 2 Tage sich vorher miteinander trifft und man miteinander redet. Und ja, Musik ist für mich so heuchlerisch, dass auch vielleicht jetzt bei einigen Leuten klingt, eine Lebenseinstellung und keine Sache, nicht nur eine Sache, mit der ich Geld verdienen möchte. Mhm. Sonst würde ich schon vor 2 Jahren bei so einer Reichweite Werbung auf meiner Facebook-Seite platzieren. Wir bekommen bis heute, mal nebenbei jetzt erwähnt, kriegen wir täglich Anfragen, womit man Kohle machen kann. Aber ich möchte einfach den Leuten 100%igen MC Bilal-Content abliefern. Und das kommt anscheinend, Gott sei Dank, sehr, sehr gut an. Guck mal, ich sitze mit Roos, Alter. Ich hab's geschafft. Ich hab's fast geschafft. Fast. ja, das ist... Das ist ja auch wirklich ein Riesenthema, Facebook, Reichweite. Ich habe mir jetzt gerade angeguckt, ich habe mir alle deine Sachen, die du jetzt für das neue Album released hast, ich glaube, das sind 4 Videos. Genau, sind das richtig. 4? Ich habe mir alles nochmal gerade angeguckt. Ich muss sagen, stark. Der letzte Track ist sehr stark. Danke dir, Bruder. Das war auch der Track, den ich vor ein paar Tagen gesehen habe und gedacht habe, wow, okay. Also das ist nicht nur Hype dann. Weil irgendwo, ich muss sagen, es ist eine Sache, ne, auf Facebook eine Reichweite zu generieren, es ist aber eine andere, ein Album zu machen, Albumlänge, Songs und dann auch in den Verkauf zu gehen. Hast du da nicht Angst? Also, weißt du, was ich damit meine? Ich weiß, man was hat du so meinst, eine Reichweite, man weiß aber nicht, kauft es dann einer? Genau. Weil das ist ja umsonst irgendwie die ganze Zeit. Ja, hast absolut recht. Danke dir erstmal für das Kompliment. Ja. Erstmal kurz zum Song. Ich habe den Song vor 5 Jahren geschrieben. Echt? So lange vor schon? 5 Jahren krass. Geschrieben und ich habe auf den Moment gewartet, diesen Song zu veröffentlichen. Es ist mein Lieblingssong auf dem Album und ja, vielen Dank. Also auch wenn das ein böses Ende hat. Sagen, nicht alle Probleme müssen mit Selbstmord gelöst werden, Freunde. Nein, das war kein Selbstmord. Wie kommst du auf Selbstmord? Ich habe mich rasiert, während das Video lief auf YouTube. Hauptsache, du bist halbwegs informiert für das Interview, du hast ne? Irgendwie
Erzähl doch mal, wie geht dann mal das Ende? Du diskutierst ja quasi mit deinem bösen Gewissen sozusagen. Ja. Der sagt, mach das Money, glaub mir. Was Religion, was Gott, mach Money. Und am Ende findest du die Lösung in, wie ist das Ende ist, du wehrst dich dagegen und sagst, hör zu, das, nein, ich mach das nicht. Genau. Aber ich dachte, es endet mit einem, nein, ich schieß nicht. Das Ding ist ja, dass das Video gar nicht geendet hat. Okay, dann habe ich nicht verpasst. Wir haben nur keinen Teil 2 geschrieben, also... Okay. Das dann Video, wir lüften ein Geheimnis, es wird hoffentlich, wenn wir wieder Videobudget bekommen, für Street Cinema Teil 2 geben. Ja, ihr müsst das Album dann kaufen, sonst gibt's keinen. Ihr müsst kaufen, ja, die Box. Okay, weil ich habe jetzt in Erinnerung gehabt, dass aber dann gut, dass du das sagst, es hat gar kein Ende genommen, okay, perfekt. Genau. Davor, um ehrlich zu sein, natürlich hatte ich Bedenken, ob, du weißt ja, die Zuschauer, die Menschen sind halt Gewohnheitstiere und möchten immer dasselbe haben. Ich schaue mir öfters Interviews von Rapper an und dann hauen viele Rapper raus, dass die Fans immer dasselbe verlangen. So das, was man vor 10 Jahren gemacht hat, dass man immer dasselbe macht. Und bei mir hatte ich auch, um ehrlich zu sein, dieses Bedenken, dass die Leute schreiben, ja die Autovideos, bleib bei den Autovideos. Ja. Haben ja auch und ein paar geschrieben. Natürlich, natürlich. Ja, ist normal, aber das ist ganz, ganz normal. Aber ich fand es gut, dass die Leute das akzeptieren und dass die das akzeptieren, respektieren und immer noch feiern. Also man sieht das anhand der Resonanzen. Das erste Video hat, wir haben es über Facebook veröffentlicht, das hat über 1 Million Views. Ja. Teilweise mehr Resonanz sogar als die Autorap-Videos. Das Krasse ist, ich finde, das ist jetzt ein Marketing-Ding, darüber müssen wir jetzt nicht ewig reden, aber ich finde es krass, dass du auf Facebook, boah, wo habt ihr mich hier hingebracht? Alle paar Minuten hier Dings. Spiegel-TV. Also wir sind auf, Großfamilien, arabische Clans. Dingens, Faden kurz, da ist er. Du hast auf YouTube, haben die Videos viel weniger Aufrufe, als man erwarten würde, aber auf Facebook hast du Millionen Views. Klar, wie kommt das zustande? Glaubst du, dass deine Fans eher dann Facebook haben? Nee, das Ding, ich kann dir ein Beispiel geben. Ich habe mal einen Instagram-Account vor einem Jahr eröffnet und da habe ich bei Facebook, durch Facebook aus, für Instagram Werbung gemacht. Also ich habe meinen Instagram-Account bei Facebook gepostet und da hatten wir nach einem Tag über 40.000 Follower, also... Ich habe auch ein paar Promo-Tools angewendet für Instagram und da kamen viele Leute bei Instagram. Für YouTube habe ich das bisher gar nicht gemacht. Also ich habe immer nur die Videopremieren gepostet. Und ich sag dir ganz ehrlich, natürlich will das Label am liebsten so viele YouTube-Klicks generieren, wie es geht, damit die Money machen, so wie du das am besten sagst. Ja, aber mir ist es egal. Also für mich sind Facebook-Views nicht weniger wert als YouTube-Views. Guck mal, wir haben das Video, obwohl wir haben... ein YouTube-Channel eröffnet bei der Promophase. Das heißt, wir haben mit null angefangen und haben mittlerweile 13.000 Abonnenten oder so. Wir haben hunderttausende Aufrufe auf den Videos. Ja. Ich meine, das ist jetzt natürlich im Gegensatz zu den Facebook-Sachen viel weniger. Aber ich habe beispielsweise jetzt beim letzten Video, ich habe den Teufelssong bei YouTube hochgeladen. Ja. Der hat mittlerweile, ich glaube, über 200.000, knapp 300.000 Views. Ich habe ihn auch extra nochmal bei Facebook hochgeladen, über 1 Million. Damit will ich auch den Leuten symbolisieren, ich scheiß auf eure YouTube-Klicks. Also mir ist das egal. Ich will einfach nur, dass die Leute meine Musik erreichen. Ja. Und ich will nicht, dass die Leute meine Klicks sehen und sich denken, okay, der hat jetzt 1 Million bei YouTube, also muss er krass sein. Ich will einfach, dass die nach der Musik bewerten. Und für mich sind jetzt die YouTube-Views nicht so wichtig wie bei den anderen Sprechgesangsartisten. Ja, ich habe nur gedacht, so, es ist jetzt natürlich, wie gesagt, kein Vorwurf. Ich habe mir nur gedacht, also man kann die Klicks eh nicht messen miteinander. Ich habe nur gedacht, das ist verrückt. Eigentlich fängt man ja an, seine Musik auf YouTube als Video zu veröffentlichen, weil es ist irgendwie bei Facebook, habe ich immer das Gefühl, es ist so vergänglich. Man postet ein Video, dann geht das die Timeline runter, dann ist es irgendwie weg. Weißt du, bei YouTube hast du irgendwie. Da kannst du dir eine Geschichte aufbauen. Aber gut, das ist nicht so. Aber ich stimme dir vollkommen zu, hast du recht. Also das ist, ich denke, die Fans wissen, wie die deinen Stuff finden. Was ich aber gesehen habe und was ich gut fand, ist natürlich, die allermeisten fanden gut, dass du auch ein Video machst. Und alle schreiben auch, keine Ahnung, ich wünsch dir das. Und du hast uns aber, jetzt aber trotzdem die Sache, dass wir bei MySpace, da hatten die Leute immer so Millionen Aufrufe auf die, ja, ich habe 100.000 Plays und so, komm, wir pressen 40.000 Platten, bei uns geht. Hast du denn schon eine Resonanz, wo du weißt, ey, es wird dann auch wirklich bezahlt? Weil du hast gerade richtig gesagt, Menschen sind Gewohnheitstiere und wenn man gewöhnt ist, ein Produkt dauernd umsonst zu bekommen. Also mit anderen Worten hast du schöner verpackt, ob wir genug verkaufen.
Gibt es Resonanz? Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe noch vorgestern die E-Mail von meinem Label bekommen, beziehungsweise durch mein Management, und die sind mehr als zufrieden. Mhm. Die sind glücklich. Auch sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja, alle sind zufrieden. Die sind, sehr glücklich. Okay. Und ich habe auch die Boxenanzahlen. Ja. Das verkaufen Rapper, die mittlerweile 10 Jahre im Game sind und immer noch im Game dabei sind. Also ich bin sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr glücklich. Ja. Und dafür, man muss ja auch irgendwie glücklich sein. Selbst wenn ich die Hälfte verkaufen würde von dem aktuellen Zustand, den ich mittlerweile habe, wäre ich glücklich. Man muss wirklich überlegen. Ich war vor einem Jahr, Bruder, im Getränkemarkt. Ich habe Getränke verkauft. Ja. Ich habe bei Facebook mit Handyvideos angefangen und ich bin dankbar. Selbst wenn ich 10 CDs verkaufen würde, wäre ich dankbar über die 10 Leute, die meine CD kaufen. Ganz ehrlich. Und dafür, dass wir so... Klar, von dem Standpunkt. Von dem Standpunkt, klar. Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe mich nur gefragt, und das fragen sich immer die Leute, es gibt ja immer wieder Signings, die dann stattfinden, weil jemand auf YouTube voll den Hype hat oder bei Facebook. Und dann fragt man sich immer, klappt das auch nachher oder ist es, weißt du, wie ich meine, oder ist es, kommt das böse Erwachen? Das gab es ja auch schon. Wo Leute dachten so, ey, Alter. Ja. Hype, YouTube-Hype, dann gesigned. Bei YouTubern ist das auch oft so. Ja. Die Verkaufszahlen sehen gut aus, Gott sei Dank. Ich muss auch klar machen, dass mein Label mich nicht nur, die erhoffen sich nicht nur gute Zahlen, sondern platzieren online gute Werbung in meinen Musikvideos. Okay, ne? Das rentiert sich bei mir durch andere Sachen. Ja, und durch die Modelaufträge, die du alle bekommst. Danke dir. Durch Laufsteg und durch Paris, das kommt ja auch alles rein. Ein Punkt, der auch bei den Fanfragen wahrscheinlich gleich vorkommt, wird auch oft immer gefragt, beziehungsweise, ich will nicht sagen kritisiert, aber das fällt halt oft auf. Du bist sehr jung, auf der einen Seite, auf der anderen Seite verpackst du gerade in ein Auto 16er, jetzt nicht unbedingt nur in den Videos, in deinem Album, da ist auch ein bisschen was anderes drin, aber da verpackst du immer halt, sagen wir mal, Lebensweisheiten oder Ratschläge. Ist das jetzt die Mucke, die du durchgehend machst? Und was befähigt dich dazu, in deinem jungen Alter mir Ratschläge zu geben? Also ich versuche nicht, auf Besserwisser zu machen oder auf Erzieher zu tun. Das sind halt Themen, die, mit denen ich mich identifizieren kann. Und wenn ich, als Beispiel, wenn ich im Ghetto aufwachsen würde oder wenn ich Drogen verticken würde, würde ich das auch in meinen Texten verpacken, weil das halt authentisch wäre. Ich mach das halt nicht. Worüber soll ich denn rappen, Bruder? Ich hab noch nie in einem Song gesagt, mach das oder mach das, wenn ich versucht habe, also teilweise... Du mahnst ja schon. Du sagst dann immer, das ist, hör mal zu, das ist in jedem Song, gut, wo ich ungefähr darauf angespielt habe, habe ich mich immer rechtgefertigt und im zweiten oder im ersten Satz gesagt, ich bin nicht perfekt und ich bin nicht fehlerfrei. Genau, damit dass die Leute nicht denken, aber da Leute sowieso immer was zu meckern haben, ist es einfach so. Wenn ich ein Gangster wäre und über Drogen rappen würde, dann würden immer noch die Leute sagen, du bist aber nicht Pablo Escobar. Wenn du versuchst, gute Themen zu verbreiten, wird es immer Leute geben, die sagen, du bist ein Moralprediger. Über was soll ich rappen? Über was denn? Die Leute werden immer was zu meckern haben, aber das ist mir natürlich egal. Ich bin nicht besser als die anderen. Ich baue vielleicht sogar mindestens so viel Scheiße wie Leute, die, die anders halt vorkommen. Aber das sage ich ja auch in meinen Texten. Ich versuche, so zu sein, wie ich auch bin. Und dass es Leute gibt, die dann immer was zu kritisieren haben, das interessiert mich nicht so. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja auch, das wäre ja auch normal, dass man immer irgendwas findet zu kritisieren. Ich fragte mich nur, wie du auf diesen, sagen wir mal, Rap-Stil, wenn man das jetzt mal als Stilmittel sieht, wie kommst du darauf? Hast du mal früher anders gerappt? Hast du mal auch versucht, deinen Vorbildern nachzueifern? Natürlich, natürlich. Wann kam das für dich? Mein erster Reim, Bruder, war Libanese, Mayonnaise, Käse. Ja, das ist natürlich, das... Also, ich hab natürlich habe ich auch andere Musik gemacht. Wann war der, wo du gesagt hast, also was hat dich dazu gebracht, sozusagen, ey, Alter, das ist so mein Stil? Als meine Eltern mir gesagt haben, entweder du machst Rap-Musik, die zu dir passt, oder gar nicht. Ja. Dafür bin ich dankbar. Also die haben mir gesagt, mach entweder die Musik, die du auch wirklich bist, oder ganz anders. Und deswegen bin ich auch meinen Eltern dankbar dafür. Was, wenn du jetzt aber ein Gangster gewesen wärst und die Eltern wüssten das nicht und sagen, mach die Musik, die du wirklich bist? Mach ich Gangster? Nein. Entweder auf Mutter hören oder Schlappen bekommen, ne, Bruder? Du weißt, so Latschen hier. Ja gut,
Jetzt kommt das Album raus. Relativ bald kommt das Album raus. Ne? Wenn Leute, wenn ihr das seht, das Album ist schon in den Startlöchern. Sag mal was zum Album. Beziehungsweise es gibt ja wahrscheinlich auch eine Box. Vielleicht sagst du mir was dazu. Kauf die Box. Ja. Aber sag mal, nee, das Album ist, um auch auf deine vorherige Frage zurückzukommen, es ist kein Album, was mit 17 Songs die gleichen Themen beinhaltet, sondern es ist ein cooles Album. Es ist ein schönes, hochproduziertes, musikalisches Album. Und wir haben eine Box produziert. Die Leute sollen sich die Box kaufen, wenn denen meine Musik gefällt. Was ist denn da drin? Vielleicht kaufen wir es ja. Was ist da drin? Da ist ein T-Shirt drin, hochproduziert, besser als die Versace-Qualität. Da sind ein paar Stickers dabei. Aber. Und das Wichtigste, es ist gute Musik. Da ist gute Musik drin und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Aber ihr müsst euch auch das Album nicht kaufen. Ich möchte jetzt nicht rüberkommen, als wenn ich unbedingt meine Musik loswerden möchte. Wenn man sich unsicher ist, man soll sich einfach die Musik anhören. Man soll die auch von mir aus streamen, aber gibt es denn bitte nicht illegal. Gibt es denn ein Streamangebot auch danach? Ja, gibt es, leider. Ja. Ich war natürlich auch dagegen, aber... Warum denn? Ist so ordentlich. Hä? Also ich finde Stream gut, ich habe einen Account. Ich höre mir alles an. Ich nerv mich immer, wenn ein Rapper da das nicht mitmacht. Mhm. Würde ich geschäftlich natürlich verstehen, so, aber... wenn es um Verbreitung geht, ist Stream immer ganz gut, aber ich verstehe natürlich das. Ich habe, weißt du, was ich mir gedacht habe in der Box? Hätte man mich gefragt, hätte ich gesagt, lassen MC Villa doch eine DVD reinmachen mit den ganzen Autovideos bisher. Da sind ja sieben Autovideos, oder? Sieben spezielle Autovideos oder fünf bis sieben Autovideos. Extra für die wahren Supporter. Ja, aber finde ich nice, also als Sammlung. Ja, klar. Weil gerade weil die bei Facebook, wie gesagt, die gehen so verloren irgendwie, hat man das Gefühl. So, wegen dem ganzen Stream und so weiter. Nice. Gibt es Kollaborationen auf dem Album? Absolut. AK? Ja. AK? Ist ein guter Erklär nur ganz kurz für die Leute, die vielleicht den nicht wissen, ganz genau, wer das ist. Zu meiner Generation war das einer der bekanntesten Sänger. Einer der berühmtesten Sänger Deutschlands. AK, der sexieste auf jeden Fall, der berühmteste weiß ich nicht, aber der war sehr sexy. Er war in der Band Overground, genau. Was damals entstanden ist aus der ProSieben-Sendung Popstars, nur damit die Leute so ein bisschen zusammen... Absolut. War das Popstars oder DSD? Popstars? Ich glaube Popstars, ja. Genau. Und jetzt auch bei der ein oder anderen Szene, na okay, ich sag jetzt nicht dein Thema, dann egal. Also, er macht auf jeden Fall gutes Geld. Er ist auf jeden Fall am Start bei dir. Wer noch? Er ist der Einzige. Ach, tatsächlich? Ja. Warum ist er der Einzige? Tatsächlich wäre das die nächste Frage. Ja, ich ist ein sehr, sehr guter Freund von mir und ich bin ein Riesenfan von seiner Stimme. Er gehört für mich zu den besten Sängern Deutschlands und ich verstehe mich gut mit ihm. Gut, aber warum ist er der Einzige? Es gibt doch sicherlich auch andere. Ich würde auch einige Rap-Features natürlich... Ja. haben wollen auf meinem Album, aber ich wollte mit dem ersten Album meinen Stempel setzen und zeigen, wer ich bin. Also auf meinem zweiten Album ist es nicht ausgeschlossen. Ja. Gibt es denn Rapper, mit denen du dauernd Kontakt hast, wo du sagst, na, mit dem könnte man Mucke machen oder... Also das ist immer so schwierig, man sieht dich halt immer nur im Auto, auf deinen Facebook-Seite, man hat so das Gefühl, du bist so isoliert so. Also das so gar nicht auch mit der Rap-Welt zu tun hat, so ein bisschen, weißt du? Ja, man ist schon den einen oder anderen Rappern begegnet, aber ich möchte Ice Cube nicht. Auf jeden Fall, da haben wir uns auch kennengelernt. Ice Cube, da haben wir uns kennengelernt, den hast du gesehen, und seinen Sohn, den haben wir gesehen. Da haben wir beide eine Geschichte, aber die bleibt für uns, ne? Ja, wir wollten Ice Cube die Kette wegnehmen. Irgendwann müssen wir das aussprechen. Nee, also eine Sache ist klar, wir wollten Ice Cube die Kette abziehen, wir haben uns aber nicht, wir haben es nicht gemacht, weil wir wussten nicht, ob wir bei eBay Kleinanzeigen die los sind. Nein, Spaß. Aber da haben wir uns gesehen und seitdem habe ich dich auch so ein bisschen im Auge, das ist ja auch schon über... Ist das ein Dreivierteljahr her oder ist das schon über ein Jahr? Über ein Jahr, locker. Das war Sommer letztes, 2015 Sommer, ne? Absolut. Alter, locker, okay, dann ist es ja echt viel, Alter. Und da hattest du schon einen Facebook-Hype. Eine Sache würde ich noch gerne mit dir sprechen, und zwar ein bisschen ernster. Ich weiß nicht, ob du unbedingt darüber sprechen willst, müssen wir nicht, aber was mir aufgefallen ist, weil du es auch gepostet hast, aber weil man das auch gesehen hat, du hast während der Promophase einen Knick gehabt, da kam erstmal ganz lange nichts. Keine Postings und dann hast du sehr einen ernsten Eintrag gemacht. Du hast gesagt, ich muss hier mit der Promo ein bisschen zurückfahren, Leute. Oder ich nehme mich zurück, Promo läuft weiter über das Management und so. Da ist dir irgendwas, ich sag mal so, es ist was passiert, wo du gesagt hast, ey, das ist jetzt wichtiger als Musik. Wie sehr hat dich das getroffen und ist das in deinem Album noch, ist das zu hören oder war da das Album schon durch?
Ich war, du meinst mein Schwager, ich, ich rede jetzt das erste Mal auch darüber. Es ist für mich auch schwierig, das jetzt auszudrücken. Wie gesagt, wir müssen nicht darüber reden. Nein, aber es ist kein Problem. Ich, das Album war zu diesem Zeitpunkt fertig. Also für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, mein Schwager ist vor kurzem verstorben. Und der war auch sehr, sehr jung. Friede und Ruhe sei auf ihm und möge Gott seiner Seele gnädig sein. Und ich habe es natürlich aus Respekt gemacht. Und das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und ich möchte jetzt auch nicht so sentimental klingen oder auf traurig oder was auch immer. Aber es ist, es war, als er ins Krankenhaus beispielsweise, als er ins Krankenhaus eingeliefert worden ist, war das für mich mit Abstand der schlimmste Tag in meinem ganzen Leben. Weil, ich weiß jetzt so, sehr, sehr viele wahrscheinlich denken, guck mal, der ist weich und der ihm kommt vielleicht die Tränen, aber ich sag dir ganz ehrlich, also er war der Einzige, der sich mehr auf die Promophase gefreut hat als jeder andere Mensch in meinem Umfeld, sogar mehr als mein großer Bruder. Und deswegen verbindet mich auch meine Promophase mit ihm. Und egal, was ich musikalisch mache, ich denke mehr an ihn als an jeden anderen Menschen. Das tut mir auch weh. So, wenn du auf sein Facebook-Profil gehst, dann siehst du eigentlich nur Beiträge über mich, weil, obwohl er älter als ich war, Bruder, sag dir ganz ehrlich, es wird mir gerade ein bisschen schwer, war ich für ihn immer ein Vorbild. Er kam zu uns nach Hause und er hat mir zu mir gesagt, Bilal, du bist für mich ein Vorbild. Ich so, was laberst du, du bist älter als ich, du bist mein Schwager, du bist über mir so. Der meint immer zu mir, nee, du bist ein Vorbild, weil du kommst von unserer Familie und du hast dich nie abbremsen lassen und guck mal, du gibst mir einen Lebenssinn, weil ich muss auch wirklich sagen, dass mein Schwager sehr, sehr oft, ich sag das jetzt nicht, weil er verstorben ist, es gibt Leute, wenn Leute sterben, dass man dann sagt, boah, er hat ein gutes Herz, aber er war wirklich von allen und jeder weiß das auch, der gutherzigste Mensch, er war ein ganz, ganz lieber Mensch und das haben auch sehr, sehr viele versucht, an ihm zu missbrauchen und das haben auch sehr viele gemacht und deswegen, also egal, was ich musikalisch mache, es erinnert mich immer an ihn und als der Tag gekommen ist, wo der Anruf kam, dass er es nicht mehr geschafft hat, hat sich sehr, sehr viel verändert in unserem ganzen Leben, bei meiner ganzen Familie und ich möchte auch, wie gesagt, ich möchte nicht traurig wirken, es ist aber für mich, ja, es ist sehr, 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 sehr hart, es ist, er hat, weißt du, er hat meinen Neffen hinterlassen, der 7 Jahre alt ist, meine Schwester, die leben gerade bei uns und das sind dann so Sachen, die einen prägen, aber die einen auch gleichzeitig stärker machen, weißt du, was ich meine, weil es ist, du merkst, ich komme immer weg vom Thema. Es ist sehr, sehr schwierig, aber ich möchte auch sagen, er wäre stolz auf mich. Er ist auch stolz auf mich, wenn ich es weiter durchziehe. Er war der einzige Mensch, der sich, geh auf sein Facebook-Profil, schau dir mal seine Seite an. Alles besteht aus MC Bilal. Geh zu ihm nach Hause, sein Handy bestand aus MC Bilal. Geh nach Hause, er hatte von mir selber, er hat vor 2 Jahren, als ich nicht einen Hype hatte, und als Verwandte und sich über mich lächerlich gemacht haben und so weiter, was ich offen sagen kann, war er der einzige von allen, als armer Mann, der zur Druckerei gegangen ist oder zum Kopieladen und einfach MC Bilal-Fotos ausgedruckt hat und sie verteilt hat. Mhm. Komm mal auf diese Idee, hab so ein Herz und mach so eine Promo. Mhm. Und deswegen hat er sich am meisten auf die Promophase gefreut und der ging am gleichen Tag, wo mein erstes Musikvideo rauskam, ging er leider ins Koma, musste er leider ins Koma eingeliefert werden und er hat sich auf die Videopremiere gefreut. Ich habe noch Screenshots, wo er meinen großen Bruder geschrieben hat, ja Mann, morgen, endlich ist es soweit, endlich, wir sind stolz drauf und das ist dann so eine Sache, die mein ganzes Leben, um ehrlich zu sein, geprägt hat und weißt du, ganz ehrlich, ich weiß auch,
ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass ganz viele Leute jetzt bei dieser Sache sich das rausschneiden und sich darüber lächerlich machen oder so, aber ich sag euch ganz wirklich, Alter, ich versuche, ich interessiere mich, ich bin ein Familienmensch und Gott testet einen aus. Ich versuche, Gott testet mich, wie ich mit meiner Schwester jetzt umgehe und mit meinem Neffen und ich versuche ein sehr, sehr guter Onkel zu sein und immer für meinen Neffen da zu sein und deswegen schätze ich jetzt jeden Moment mit meiner Familie. Wenn ich jetzt beispielsweise jetzt in Berlin bin, ich vermisse es. Ich muss zu meiner Familie. Ich will mit meinem Neffen sein. Ich will mit meiner Schwester sein. Ich will für die da sein. Ich habe. Sag mal, du. Ja, also wirklich, ich habe nicht angenommen, dass es so hart ist. Jetzt hast du aber gerade gesagt, Teile deiner Familie haben sich tatsächlich auch lustig gemacht über den Versuch, Musik zu machen oder zu rappen. Ja, kennst also, du jetzt ohne jetzt so. ohne auf. Du weißt doch, wie das abläuft. Ja. Du weißt doch, wenn du. Die Leute, die damals gelacht haben, sind die. Also, ich will auch nicht, dass es böse rüberkommt. Nein, ja, damals habt ihr gelacht und ja, heute kommt ihr an. Ich will nicht so böse. Ja. So, man hat es nicht ernst genommen, ja, schön und gut. Aber wenn du das damals nicht ernst genommen hast, dann nimm es heute nicht ernst. Aber und die Leute, hat dich das sehr getroffen immer? Um zurück. Wenn also es mich, mich treffen würde, ja, natürlich als kleines Kind verarbeitest du die Sachen anders als heute. Heute ja, bist du eher lockerer. Familie, das sind nicht irgendwelche und Hater. Und darauf zurückzukommen, ja, weil ich weiß, dass es sehr, sehr viele Verwandte sehen, ohne auf jetzt Verwandte anzugreifen. Ich habe eine große Familie, ich habe familiäre Mitglieder, die ich über alles liebe und ich habe Cousins und Cousinen und Onkels und was auch immer, mit denen ich nichts zu tun habe. Also für mich bedeutet Familie nicht die Familie, die das gleiche Blut trägt. Du kannst sogar mehr Familie sein als ein anderer. Verstehst du, was ich meine? Man muss nicht das gleiche Blut tragen. Und das ist auch ein Grund, wo ich, also ich habe durch die, weil mein Schwager verstorben ist, habe ich sehr, sehr viele Gesichter gesehen. Ja, mein Schwager, ohne jetzt hier so zu tun, als wenn nichts war, mein Schwager hatte das beste Herz, war aber ein armer Mann. Warum soll ich jetzt hier, weißt du, was ich meine? Mhm. Er war ein armer Mann mit einem reinen Herz, sein Herz war rein und die Leute haben den damals nicht ernst genommen. Du weißt es, wenn jemand gut ist, die Leute missbrauchen das und das war definitiv so. Ich will damit nicht sagen, dass er ein fehlerfreier Mensch war, nein. Aber er wurde öfters nach unten gedrängt und von den Leuten nicht ernst genommen, die dann letztendlich zur Beerdigung gegangen sind und geweint haben. Weißt du, die haben die Leute angeguckt und haben so. Ich will nicht, dass wir das Interview in die falsche Richtung lenken, aber das meine ich auch. Und sowas verpacke ich auch in meinen Texten, Heuchelei. Mhm. Verstehst du? Wir können auch gerne ein Interview machen über meine negativen Sachen. Ich bin zum Beispiel unpünktlich heute gewesen. Damit die Leute nicht denken, dass ich mich als sehr guten Moralapostel zeigen möchte. Das möchte ich nicht, das ist nicht mein Ziel. Aber von Zeit zu Zeit merkst du einfach, wie heuchlerisch die Menschen sind. Ich bin Gott dankbar, ich habe mit guten Menschen zu tun. Ich bin Gott dankbar, dass ich mit sehr, sehr vielen guten Menschen zu tun habe. Ich kann mir meinen Kreis selber aussuchen. Und ich bin ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Weißt du, wenn sich Leute meine Themen anhören, denken die wahrscheinlich, dass ich depressiv bin und sehr ernst. In den Videos kommst du auch immer sehr ernst rüber. Ja, aber ich stehe auch hinter diesen Themen. Also ich habe mehrere Gesichter. Wenn wir haben ja sowieso vor, was zu essen, was essen zu gehen auf meinen Nacken, wenn ich genug Geld habe durch Universal-Vorschuss, dann bin ich auch locker, deswegen auch alles zu seiner Zeit. Wenn ich aber Themen verarbeite, dann, wie kommt das denn rüber, wenn ich über wahre Sachen rappe und dabei lache? Und deswegen, also, was soll ich dir dazu sagen? Natürlich, nur halt, du machst halt immer die ernsteren Themen, ist klar, da kann man jetzt nicht so anfangen. Aber ich wusste am Anfang dich auch nicht einzuschätzen. Ich dachte, du bist ein sehr ernster Typ, aber bist ja schon lockerer und lustiger Typ, was die Leute nicht so wissen. Ja. Also humorvoll und man kann mit dir viel lachen, aber kommt natürlich durch die Themen und durch dieses Auto-Ding immer so rüber. Ne? Natürlich. Aber dafür muss man auch einem Künstler vielleicht die Zeit geben. Ja, du kannst nicht ihn kennenlernen auch. Genau. Aber dafür ist ja auch das Interview geeignet. Ja, gut. Ja, Gott sei Dank. Hast du mein Album vorbestellt? Natürlich, zweimal. Jetzt wirklich? Nein. Warum? Weil Universal mir hoffentlich eins umsonst... Eins vorbestellen, unterstützen. Ja, mach ich dann. Ich mach Spaß, alles gut, Bruder. Ich bestelle immer von jedem, den ich interviewe, das Album vor. Was meinst du, alles Geld, was ich hier verdiene, geht nur für die Vorbestellung. Du hast gerade meine Moral bei meinem Schwager, das Thema ein bisschen
so, weißt du, aber... Mach dir keine Sorgen. Um es einfach mal klarzustellen, ich... Nochmal, ich bin nicht perfekt und ich weiß, dass vielleicht... Ich weiß nicht, wie mich die Hip-Hop-Landschaft aufnimmt. Ich weiß es nicht. Aber um euch klarzustellen, ich versuche nicht auf guter Mensch oder so zu machen. Ich bin auch niemandem eine Rechtfertigung schuldig. So, weißt du, was ich meine? Ist dir das denn wichtig, dass die Hip-Hop-Landschaft, wie du das jetzt sagst, die Hip-Hop, sag mal, die Kernszene, dich auch mal respektiert für was du kannst und auch also, dir Hack gibt, ich, wie man sagt? Eins Hack. Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich bin nicht darauf oder, dass hinaus. Die immer sagen so, ich bin nicht darauf hinaus, von Leuten meinen Hack zu nehmen oder den Respekt zu erwarten. Ich bekomme, man sagt, ey, ganz ehrlich, ich bekomme Gott sei Dank so viel Respekt, dass ich nicht darauf hinaus bin, noch von einem bestimmten Medium Respekt zu bekommen oder von einer bestimmten Zielgruppe. Natürlich freut es mich, es wird wahrscheinlich Leute geben, die das nicht cool finden und es wird Leute geben, die das cool finden, aber ich unterscheide nicht nach Hip-Hop-Szene oder nach Leuten, die sich vielleicht mit der Hip-Hop-Szene nicht identifizieren können. Für mich hat jeder Zuschauer den gleichen Wert. Und ich bin auch nicht darauf hinaus, ob mich berühmte Personen teilen oder liken oder dass irgendein Hans oder ein Ali aus der Dönerbude tut. Für mich, ich versuche, jeden Menschen gleich anzusehen und das macht, glaube ich, auch meine Person aus bei den Leuten. Jetzt haben wir 4 Singles schon gesehen. Kommt noch was? Zum Abschluss sag mir das noch. Kommt noch ein Video? Es wird noch eine Single mit AK erscheinen. Achso, okay. Ja. Und habt ihr schon gedreht? Ja, kann genau. Das sein? Ich habe auf Instagram, glaube ich, schon Bilder gesehen. Hast du geliked? Nein, ne? Nee, mach hast du wieder nicht, danke. Ich like nur Leute aus der Hip-Hop-Szene. Gut, also dann wird noch ein Video kommen in absehbarer Zeit, wahrscheinlich. Und das Album ist, sag mal nochmal das Datum, ich habe es gerade nicht im Kopf, 3. Da merkt man, dass Ende Januar ist das, ne? 27.01. Am 26.01. ist die Release-Party in Köln. Da hast du ja auch gesagt, dass du kommen wirst, ne? Am 27. kommt die Platte. Ich stelle mich bloß bei meinem eigenen Interview. Aber ein bisschen Werbung, Bruder, wir müssen Tickets lass verkaufen. Lass dich doch mal. Also am 27. kommt das, am Freitag, den 27. das ist der letzte Freitag im Januar, Freunde. Am 26. in welcher Location ist sie? Club Bahnhof Ehrenfeld. Ah, also okay. Kein kleines Ding, also wir gehen wirklich... Wirklich auf in der großen oder in der kleinen Halle? In der großen, oder? Auch zwei. Das war in der großen, oder? Direkt eine Woche danach bin ich nämlich da und leg da auf, zufälligerweise. Ach so, also willst du nicht mit mir messen? Kommst du auf meiner, wenn ich auf deiner komme? Ja, mach ich, Bruder. Wir posten uns gegenseitig, Bruder. Gegenseitig Support. Ja, du hast eine größere Facebook. Poste mich zweimal, bitte. Aber dafür machst du... Mach mich aber oben, so. Mach oben. Gerne. Nein, alles gut. Also es hat mich gefreut, sag mal, ein Gespräch zu führen. Ich denke, dass wir uns sowieso im Laufe der Zeit wiedersehen, wenn sich dein Album gut verkauft, wenn nicht, dann nicht mehr. Nein, Spaß. Was heißt Album gut verkauft? So. Lass mal klar. Gut verkaufen? Du willst jetzt eine Zahl hören? Nee, was heißt so Platzierung? Was ist ach für dich so gut verkauft? Ach, ich sag dir das ganz ehrlich, es ist bei jemandem wie dir, der nicht in der Szene sich aufgebaut hat, der so von der Seite kommt, so ein bisschen, den ich jetzt nicht gesehen habe, schon ein paar Jahre auf verschiedenen Festivals, der langsam groß geworden ist, ist es sehr schwer zu sagen. Bei allen anderen kannst du ja immer absehen. Du siehst, wie der sich aufbaut, du siehst Fans, bei dir ist es sehr schwer, das kann durch die Decke gehen, das kann krass auf einmal auf die Eins gehen, wobei auf Eins ja jetzt auch nicht mehr so messbar ist, aber das kann krass gehen. Es kann aber auch sein, dass man mal hinter den Erwartungen bleibt. Also das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Um es mal klarzustellen, chartmäßig, hatte sogar mein Label keine Erwartung. Ja. Natürlich will man eine gute Chartplatzierung. Ich möchte nicht wie ein Heuchler rüberkommen und sagen, Bruder, ja mir ist alles egal und das so ist weiter. Ja auch okay, ist legitim. Aber man muss auch klarstellen, dass alles selber aufgebaut worden ist und dafür, ich will das mit dem Getränkemarkt nicht immer so als Schutz nehmen, aber dafür, dass man vor einem Jahr im Getränkemarkt gearbeitet hat, man sich selber aufgebaut hat, ohne ein Label, ohne dieses Rap-Camp-Ding, ohne dass man geteilt hat und um geteilt zu werden, dass man quasi sich selber aufgebaut hat, nicht ohne ein Studio, ist es für mich, wäre das für mich, ist jede Chartplatzierung für mich ein Riesenerfolg, ob das Platz 30 ist oder Platz 20. Ich weiß ungefähr, wie wir charten würden, wenn wir in einer anderen Woche kommen würden. Und das wäre meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Also den Wochentalk hast du schon drauf. Du bist fast szenetauglich. Ja, du aber nicht, Bruder. Aber ist normal, Bruder, dass du...
Nein, ist also so offen. Ich meine, bei so vielen Abonnenten kannst du dir das doch erlauben, nee, so ich locker zu reden. Ich ja. Wahrscheinlich überholst du mich wieder. Also live wird man dich sehen, außerhalb, in Clubs sowieso, du nimmst ein paar Sachen an, hast du gerade gesagt, aber... Also wenn die Gage stimmt natürlich, ja, und wenn man sich mit dem Veranstalter einigen kann. Genau. Und, ich mache das ja nicht nur wegen Geld, Leute. Und wie sieht's aus mit Konzerten, was weiß ich, Festival, Sommer oder sowas, wie sieht das aus? Wir haben da auch einige Anfragen bekommen, wir konzentrieren uns erstmal auf das Album und... Ich weiß ja, eine Sache muss ich aber fragen, ich weiß ja gar nicht, ob du, was du live drauf hast, übst du das, hast du das mal, weißt du das, was du kannst? Ja, komm. Im Club Ehrenfeld werde ich das dann sehen. Aber übst du das, hast du Angst davor? Nee, ich habe überhaupt keine Angst davor, ich freue mich natürlich drauf und... So eine Frage müsstest du eigentlich den Studio-Rapper fragen, weil mich siehst du ja eigentlich immer live rappen in den Autovideos. Oder ja, es ist was anderes vor, auf der Bühne. Natürlich, man muss Leute entertainen oder so, aber ich traue mir das schon zu. Ja. Ja. Na gut, fährst du dann mit dem Auto auf die Bühne oben. Ja. So, mein lieben Freund, das war Was los mit MC Bilal und ja, in einer kuscheligen Atmosphäre hier im Hotel. Und wir gehen jetzt nochmal zu den Fanfragen rüber. Ansonsten, ja. Ja, bitte. Los, bitte. Noch einmal deine Haare. Ja, hör auf. Noch einmal, Bruder. Du machst dir deine Hände direkt. Oder um Klicks zu generieren. Du machst Wachs in deinen Händen jetzt. Bad Hair Day Roos, Freunde. Verfolgt MC Bilal auf seiner Facebook-Seite. Ich werde das eh alles verlinken und sein Album. Alles werde ich verlinken. Wir sehen uns im Outro wieder. Bis später. Yes, yo, Freunde. Stickers und die Box. Ja, erstmal schreibt mir bitte gerne in die Kommentare. Wie findet ihr MC Bilal? Habt ihr das verfolgt? Hat auf Facebook ja unglaublich viele Teilungen. Wie sagt man, Reaktionen der Fans. Feiert ihr diese Auto-16er, die er immer macht? Was sagt ihr? Ja, Box ist am Start. Singles sind auf seinem YouTube-Channel schon 4 Stück von dem Album am Start. Die stärkste Nummer ist wahrscheinlich die letzte, die rausgekommen ist, finde ich, die... wo er mit seinem Gewissen kämpft. Schaut euch das mal an. Die Box könnt ihr gewinnen, wie immer. Müsst ihr einfach das Video teilen. Das poste ich jetzt auf Facebook, auf meinem Facebook-Channel, Roos. Und auf Twitter. Ja, einfach teilen, dann macht ihr automatisch mit. Nochmal ganz kurz zu den Stickern. Das werde ich jetzt in den nächsten 1-2 Folgen mal erklären. Wenn ihr Sticker haben wollt, ja, viele schreiben mich immer an, weil ihr die Sticker überall seht bei mir. Einfach rückfrankierten Rückumschlag, einen Briefumschlag schicken, der schon, da wo schon eins Briefmarke drauf ist. Mit eurer Adresse natürlich. Schick uns den, tu dir ein paar Sticker rein und schick zurück. Verstehst du? Die Awards. Ja, die nächsten Tage werde ich die Awards. Die sind jetzt endlich angekommen bei mir. Ich werde die abgeben, vergeben und mit den Rappers mich treffen. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wie MC Bilal findet. Es kommen noch Fanfragen mit ihm auf jeden Fall. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, Bruce, da gibt es noch 1-2 Leute, die finden nicht ganz in der Hip-Hop. Kernszene statt, aber die finde ich auch sehr interessant. Triff dich doch mal mit denen. Schreibt mir das gerne in die Comments. Wir sehen uns vorne, Gangzeichen, damit ihr wisst, es ist eine Hip-Hop-Sendung. Und jetzt wird Wasser getrunken. Bis bald!